am nächsten Morgen. Ja, am nächsten Morgen. Danke. Was war das für ein Geräusch? Warum sind wir gelandet? Was ist da passiert? Oh nein! Ulima ist weg! Und die Entchen auch, Captain! Was? Das ist doch nicht das Schlimmste! Er hat unsere gesamten Vorräte mitgenommen! Wie verfressen kann man eigentlich sein? Los, hinterher! Was? Der hat uns beklaut? Bitte was? Moment. Bitte was? Hallo? Was soll das denn? Er ist da lang. Ein neuer Weg. Unsere Vorräte. Er darf nicht entkommen. Was ist das denn? Neue Wege. Neue Daten. Warum lesen wir sie nicht? Brücke. Was zur Hölle? Hier geht's voll ab jetzt. Ist ja voll alles neu hier. So, macht mal sauber hier. 100 Pikmin gegen eine Wand. Müsste schnell gehen. Schneller! Schneller! Und? Gut gemacht. Alle zu mir. Nein. Alter. Der zerfrisst Stein-Pikmin. Ist das dein Ernst? Das kann nicht sein Ernst sein. So, Moment. Da sind noch mehr Daten. Wir entdeckten etwas im Wasser. Ob sich dort einmal ein Art Bauwerk befunden hat? Wenn wir es rekonstruieren könnten... Wenn wir es rekonstruieren, könnten wir auf die andere Seite gelangen. Doch selbst wenn uns dies gelänge, könnten Louis und ich nichts ausrichten, wenn wir nur noch einen weiteren Anführer hätten. Aha. Aber im Wasser können wir doch nichts machen. Ist da eine Frucht versteckt? Nee. Sehe ich ja nur leider auf der Karte. So, 27 bitte einmal hier. Dankeschön. Einen noch. So. Wir brauchen schwarze Fels-Pikmin brauchen wir auf jeden Fall. Deswegen bringen die mal was weg. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen verwirrt. Merkt man kaum. Es klang gerade, als ob irgendein Pikmin stirbt. Was ist denn da drin? Lassen wir da mal ein paar dran ziehen. So. Ich hoffe, nichts Böses. Hab immer Stein-Pikmin bereit. Da können nämlich auch Monster rauskommen. Ah, okay. Dann trag den mal weg. Obwohl, der ist blau. Ah, okay. Ah, warte. Dann behalt den mal, wenn der blau ist. Dann lass den mal hier liegen. Da ist die... Ah! Da ist die Zwiebel. Zieht raus. Zieht sie raus. Deswegen sind hier überall blaue Knospen. Los. Schön. Ein blauer Pikmin. Seriously. Ah, Moment. Ich muss einige wegbringen. Diese Mission wird uns nur mit blauen Pikmin gelingen. So, deswegen. Alle rein. Ich möchte ein paar rote. Ein paar da. Jetzt wird es nämlich schwer. Bei 5 Arten wird es schwer zu entscheiden, wie viele Pikmin wir mitnehmen. So. So. Machen wir es nämlich erstmal so. Gut. Wo war die Zwiebel? Da hinten war die Zwiebel. Lasst euch mal hier stehen. Nein! Bleibt doch da stehen, wenn ich da sage. Bleibt stehen. So. Nein.
Bleib da stehen. Wenn man durch die durchläuft, kommen die nämlich sofort mit. Das ist nicht so toll. So, komm her. Blaues Pikmin. Die Zwiebel hat eine neue Art Pikmin hervorgebracht. Wasser macht diesem Pikmin nicht nur nichts aus. Es ist so wohl sogar sein natürlicher Lebensraum. Schön. Ja, das ist sehr gut. Blaue Pikmin macht Wasser nichts aus. Blauen Pikmin macht Wasser nichts aus. So. Und deswegen, weil wir jetzt einen blauen Pikmin haben, müssen wir leider erstmal mit einem blauen Pikmin auch arbeiten. Die Brücke ist noch nicht fertig. Wir müssen nämlich jetzt viel im Wasser machen. Das freut mich jetzt nicht so wirklich, weil das anstrengend ist, weil wir jetzt erstmal die ganzen Pikmin auch aufbauen müssen. Weil blaue Pikmin haben wir jetzt halt noch nicht. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Finde ich jetzt nicht so geil, aber naja. So, trag das mal weg mit dem blauen. Ihr könnt das nicht wegtragen mit dem blauen. Ah, die blauen bringen ganz schön neue Probleme mit sich. Merke ich gerade. Na, komm. Ich möchte nur die blauen. So. Die blauen bringen jetzt einige Probleme. So, Attacke. Ah, ich glaube, wenn ich euch drauf werfe, bringt das mehr. Oder? Ah, ich weiß nicht. Der Tag wird jetzt sehr verschwendet sein. Da hätten sie nochmal Brückenteile, aber auch Wassergegner. Brauche blaue Pikmin. Yeah, blaue Pikmin. Ich glaube, ich kann euch alle wegpacken. Ich brauche die alle nicht. Ich muss jetzt so viel im Wasser machen. Ich glaube, dass ich hier nur blaue brauche. So, weg damit. Aber die Flug-Pikmin könnte ich ein paar mitnehmen. Da nehmen wir ein paar mit. 12? Das ist so, weil die noch nicht alle drin sind. Ja, 12 sollen reichen. So. Ach, jetzt sind da noch rote. Mist. Ich schmeiß euch mal dahin. So. Bleibt ihr erstmal da. So. Jetzt haben wir schon mal 10 blaue. Das ist schon mal eine gute Zahl. Damit kann man arbeiten. So, jetzt können wir nämlich mit dem blauen damit noch ein paar machen. Können das da ausbuddeln. So, und jetzt gucken wir mal. Können wir irgendwas mit dem Flugpikmin gerade anfangen? Kann ich hier schon mal hinschicken? Ihr, hallo, warum ertrinkt ihr? Weil ich euch reingeworfen habe. Wow. So viel zum Thema, die sind gegen Wasser ganz gut. Tag zwar weg. So ein Mist. Also, Flugpikmin nicht ins Wasser werfen. Die gehen drauf. So. Gucken wir mal, was wir hier reißen können. Pikmin im Wasser werfen ist ein bisschen dumm, weil die noch so ein bisschen schweben. Iii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 
3 oder 5? 3, okay. Nein, 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 nein. Aquatermitentos. Okay. Okay, viel halten die aber zum Glück nicht aus. Einer ist hier noch. Oh. Der frisst die alle weg. Hör auf damit. Oh weia, ja, ist okay. Ist ganz schön. Ih, der hat den Flugpikmin genommen. Hört auf damit. Oh, der geht mir jetzt aber gerade auf den Sack. Melde Notsituation, ja. Du mich auch. Ja, endlich. Können wir jetzt die Kackfrucht endlich wegbringen. Mein Gott. Ist ja schlimm. Komm, mach blau Pikmin. So. Mach noch ein paar blaue. Wo willst du hin? Hallo? Wo willst du hin mit dem? Ich glaube, der ist festgebackt. Okay. Der hat sich festgebackt. Okay. Die Frucht müsste doch jetzt so langsam mal am Schiff ankommen, oder? Gut. Wieder ein bisschen Nahrung. So, jetzt haben wir hinten noch die Brückenteile. So, Attacke. Supi. Vielleicht kann ich mit dem Flugpikmin auch noch woanders Obst herholen. Was ich vorher vielleicht. Da ist zum Beispiel noch eine Erdbeere. Die hole ich eben. Ja, die hole ich eben. Das ist, glaube ich, das Beste, was ich jetzt machen kann. So. Oh, hi. Bring das mal weg. Glaube ich richtig? Ja. Okay. Was ein Mist, ey. Wo ist die Erdbeere? Da. Oh, sag nicht, ich krieg die da nicht hoch. Ah, doch. Gut. Wollte schon sagen. Oh, das war so nicht gedacht. Egal, dann geht's schneller. Noch eine Frucht sehe ich gerade nicht. Das ist noch ein Elektrozaun, den ich nicht geöffnet habe. Warum auch immer. Warum auch immer. Die Brücke ist fertig. Das Signal habe ich gerade gehört. Gibt immer so ein tolles Signal, wenn die Brücken fertig sind. So, Moment. Alle rein. Muss die mal das Elektrozäunchen kaputt machen, die gelben. Hauptsache, wir haben Nahrung. Ich glaube, zwei Erdbeeren dürften locker reichen. Frucht erhalten. Sehr schön. So. Ich darf euch nur gleich nicht vergessen. Stopp mal, ich habe eine Idee. Brittany bleibt hier stehen. Brittany, du hast einen Schutz. Du brauchst nicht Angst haben. Du hast doch den Raumfahrerschutz an. Oder nicht? Oder muss ich den erst ausrüsten? Das wäre ja heftig. So. Jetzt habe ich hier blaue. Kommen die nicht hinterher? Nee. Brücke scheint fertig zu sein. Zumindest stehen die wahrscheinlich noch da hinten. Richtig. Hier kommt mal alle her. So. Haben wir 25 gelbe, die da hinten noch kloppen. Achso, nee, die Brücke ist fertig. Das Türchen ist fertig, ne? Was haben wir denn hier hinter? Ein Gang. Wohin führt der mich? Okay. Ja, ich wusste es. Mir fällt gerade auf, ich habe den Part, glaube ich, falsch begonnen, ne? Ich habe gar nicht begrüßt.
What the fuck? Was? Was denn das? Okay. Da ist was verbuddelt. Gut, wir gehen zurück. Wir gehen. Die Höhle ist verdammt gefährlich. Habe ich begrüßt in dem Part? Ich hoffe doch. Aber ich übelst verpeilt. So, naja, gut. Wir haben blaue Pikmin, die vereinen sich dann jetzt schön. Gut, und dann haben wir doch einiges geschafft. Hoffe ich. Naja. Naja, so eine erfolgreiche Musik braucht ihr nicht abspielen. Der Typ ist mit unseren Vorräten abgehauen. Das ist nicht so geil. Super. Gut, dann müsste sich die blaue Zwiebel jetzt auch vereinen. Dann haben wir da schon mal zumindest einen Ort nur noch, wo wir die Pikmin sammeln. Und die anderen Pikmin können tragen helfen, weil das Ding dann nicht mehr unbedingt im Wasser steht. Und damit hätten wir alle Pikmin-Arten, die es im Singleplayer-Modus gibt. Kann die Drake etwa auch absorbiert werden? Das dürfte keine Gefahr bestehen. Wahrscheinlich zumindest. Das wäre heftig. Ja. Ich hoffe, dass die Ausbeute an Früchten auch für 2 Tage reicht. Gott sei Dank für 2 Tage. Gut. Aber wenigstens mit einer Erdbeere hätten wir es schon geschafft, einen Tag auszukommen. So. Ich hätte echt fast vergessen, Vorräte zu besorgen. Hätte Brittany das nicht erwähnt. Ach, zusammen mit dem, was wir gestern noch hatten, wäre das schon eine ansehnliche Menge. Dieser gemeine Kerl von Hokotate. Für morgen sollte es noch reichen. Ja, offensichtlich, Brittany, offensichtlich. Gut. Die blaue Zwiebel stieß ein einzelnes blaues Pikmin aus, das als Keim im Boden verschwand. Mir kam es vor, als habe die Zwiebel ihre letzte Kraft in dieses Pikmin gesteckt. Wenn wir die Zwiebel nicht befreit hätten, gäbe es jetzt vielleicht keine blauen Pikmin mehr. Alf. Ui. Wir haben sie vor dem Aussterben gerettet. Schicke Sache. Gut. Tag 23. Und jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Das habe ich im letzten Part, glaube ich, gar nicht gemacht. Verdammt. Egal. Trotzdem habt ihr nur einen Tag zu sehen bekommen und nicht 2 am Stück. Wir sehen uns im nächsten Part von Pikmin 3. Bis dahin.